Susi, wann fangen Sie mit dem Basteln an? Später, Sam. Ich bin beschäftigt. Wann denn? Später, Sam. Jetzt? Ah, wenn ich mit dem Lesen fertig bin. Und was ist mit jetzt? Fangen Sie an? Geht's gleich los? Oh, du bist noch nerviger als der Esel aus Shrek. Warum das? Warum? Deshalb. Ich glaube, ich weiß, was wir heute basteln. Und dir wird das sicher gefallen. Echt jetzt? Wirklich? Und was? Ja, es wird dir sehr gefallen. Hey Leute, ich habe eine Überraschung für Sam vorbereitet. Oh, was denn für eine? Wirst du bald sehen. Bring mir das Cuttermesser. Ein Moment. Heute machen wir eine lustige Toilettensparbüchse mit einer sehr berühmten Figur. Grün. Was wird das sein? Geduld, mein Freund. Wir schneiden vorsichtig die Linien entlang und schneiden das hier ab. So ist gut. Das brauchen wir später. Und jetzt knicken wir diese Linien hier ein. Schnell und einfach. Sam, Zeit für deine Ausbeute. Was für eine Ausbeute? Bring mir deinen Piratenschatz. Oh wow, wenn wir ihn verstecken? Oh ja. Schon auf dem Weg. Und wir machen weiter. Das wird das Loch für die Münzen. Wir kleben die Teile zusammen. Genau so. Am Ende kriegen wir also eine kleine Kiste. Da machen wir noch ein anderes Teil rein. Wie läuft's? Mach nicht schon alles ohne mich. Warte. Dasselbe machen wir mit dem zweiten Teil. Hier machen wir die Löcher rein. Hey, sei vorsichtig mit der Ahle. Jetzt kommt ein Teil, das wir aus dem Eisstiel gemacht haben. Das Holzstäbchen führen wir genau so da durch. Und kleben es sorgfältig dran. Mein Schatz. Super. Die brauchen wir später. Ich habe noch so ein Teil hier. Daran kleben wir ein Stück Strohhalm. Schöne Farbe, oder? Bis jetzt kann ich nur ein Auto sehen. Habe ich recht? Da kommen noch mehr Teile dran. Und noch mehr Löcher. Siehst du? Das kommt noch hier hin. Noch ein Holzstäbchen. Und Sam, weißt du's? Den Rest schneiden wir ab. Ganz vorsichtig. Wir kleben den Deckel drauf und... werfen eine Münze rein? Genau. Wir müssen dran drehen. Plopp! Plopp! Oh, Zaubertricks! Ich liebe sie! Dann schau mal. Das erinnert mich an jemanden. Schau genau hin. Mach ich doch! Und? Und? Sammy, ich bin schockiert. Das ist Shrek. Shrek? Oh, darauf wolltest du hinaus. Yep. Tada! Und hier ist unser Ogre, mein Freund. Genau. Aber er hat ein Geheimnis. Guck mal. Warte mal. Ist er mein Geld? Nicht nur das. Warum ist er meine Münzen? Warum? Beruhig dich, Sam. Hier tragen wir noch etwas Kleber auf. Und kleben die Teile aufeinander. Achtet nur darauf, dass ihr sie ordentlich anklebt. Nein! Antworte mir! Warum? Jetzt machen wir die Beine für unseren Ogre. Warum? Und bald wird er... kannst du es erraten? Laufen, rennen, springen? Ganz genau. Die Beine sind fertig. Die bringen wir jetzt am Körper vom Ogre an. Bein für Bein. Die Arme dürfen auch nicht fehlen. Und jetzt verwandelt sich unser Ogre zum echten Shrek. Albert, warum? Ich kämpfe. Warum ist er meine Münzen? Ach, Sammy. Siehst du nicht, dass wir hier was richtig Witziges basteln? Braucht nur noch ein paar Teile. Zeit, dass unser Ogre mal aufsteht. Wir bereiten den Ständer für ihn vor. So ist gut. Wunderbar. Und wird er trotzdem noch meine Münzen essen? Nö, das wird noch viel interessanter. Er wird sich echt in Fiona verwandeln? Wer weiß. Oh. Lass es sie sein!
Ich mag sie wirklich sehr. Sammy, wusste gar nicht, dass du ihr Fan bist. Zack. Hüpf, 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 hüpf. Hä? Was wird das? Ein Morgenworkout? Sam, kann man so sagen. Wir brauchen noch ein paar kleinere Teile. Und die Halterung dafür. Und das hier ist ein langes Stück. Das muss ich gut festmachen. Ich kann kaum erwarten, dich zu sehen, schöne Fiona. Fast fertig. Die letzten Vorbereitungen, bevor wir das fertige Werk sehen. Es ist immer echt witzig, wenn Sam so übereuphorisch wird. Hier ist das Endstück. Klein, aber wichtig. Das mache ich noch mit Kleber fest. Super. Und hier kommt noch der Hebel ran. Das Überschüssige kommt weg. Also, können wir uns das Ergebnis angucken? Können wir? Klar, aber ein bisschen später. Machen wir weiter. Wir arbeiten jetzt an dem Teil hier. Toll. Track. Und keine Fiona. Aber das macht doch Spaß. Sammy, guck mal, was ich gemacht habe. Eine süße kleine Tür. Und sie kriegt einen interessanten Mechanismus eingebaut. Es fängt an mit 4 Holzquadraten. Nimm den Magneten. Den brauchst du. Gut gemacht, Sam. Jetzt klingst du aber nicht mehr wie der Esel. Eher wie ein Grießkram. Soll das ein Kompliment sein? Ja. Schau mal. Wir können jetzt die 2 Teile für den Mechanismus zusammenkleben. Die Wand falten wir so um und wir fügen noch eine andere Wand ein. Jetzt kommt noch ein anderes kleines Holzstück. Fehlt nur noch ein Gummiband, damit der Mechanismus funktioniert. Probieren wir es mal aus. Super. Jetzt können wir die Box zumachen. Ich glaube, unsere Box braucht waldige Dekoration. Stimmt's? Noch einen Moment. Bibidi, Wabidi. Alles fertig. Ich finde, da fehlt noch was. Das kriegen wir hin. Viel Grün. Und hier noch ein bisschen. Oh, da ist noch eine Stelle frei. Okay, jetzt noch etwas Farbe. Ich liebe den Kreativprozess. Ihr auch, Leute? Ich habe jetzt verstanden, dass es keine Fiona geben wird. Also bringe ich dir das letzte Teil. Danke, Sandy. Gut gemacht. Aber das müssen wir noch etwas dekorieren. Stellst du meine Deko-Skills in Frage? Auf keinen Fall. Die Holzbretter, die du gemacht hast, sehen echt realistisch aus. Die sind oben sogar beschädigt. Sammy ist ein toller Dekorateur. Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt, Leute. Hier kommt noch ein Sam. Oh, das wird spitze, Sammy. Ich habe noch nie was Hübscheres gesehen als diese Toilette. Du bist so fies. Hast du nicht auch hart daran gearbeitet? Nur noch ein bisschen. Okay. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes kommt. Was tust du? Ich werde unseren Shrek in die Toilette kleben. Damit er einen festen Sitz hat. Und das ist für das Dach, richtig? Yep. Schon dabei. Weniger reden, mehr arbeiten. Fokus, Fokus, Schleimibus. Super, Sammy. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch noch diese runden Stämme. Das macht noch was her. Und wie kommt er da wieder raus? Darum habe ich mich gekümmert, Sammy. Keine Sorge. Hier ist ein Türgriff aus Seil. Es funktioniert. Hier kommt noch Deko hin. Die Toilette für Shrek ist fertig. Keine Esel erlaubt. Hey, lass das. Ich mach das nie wieder. Ich mach nur Witze. Lass sie uns testen. Ich bin immer bereit. Eine Münze gefällig, my lady. Ich bitte darum.
Das ist eine Art, schneller fit zu werden. Und sein Magen scheint gut zu funktionieren. Susi, wie holen wir den Schatz denn da jetzt raus? Ich habe alles berechnet, Sammy. Hier eine Toilettenkarte mit einem Magneten. Die Schätze sind durch die Toilettenkarte gesichert. Hier sind sie. Schnell, mach sie zu. Kein Problem, Sammy. Schau. Leute, wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.